Hallo, meine Lieben. Ja, Kommentanus hat heute Morgen Sonntag Zeit für euch. Ich werde alle Sternzeichen legen. Eine Legung machen für alle Sternzeichen in Sache Liebe. Was ist bei dir oder deinem Gegenüber los in Sache Liebe? Ja? Was ist bei deiner Seite los? Was ist bei ihm los? Ja? Und ich beginne mit wieder. Ja? Genau, dann legen wir los. Ja? Das sind jetzt Energien für April schon, ja? Januar, Februar, März, April. Genau. Was ist im April los bei euch, ja? Und ich beginne mit wieder. Dankeschön. Das ist eine allgemeine Legung, ja? Kann sein, dass du Entschuldigung, hier bist. Und dein Gegenüber hier, oder du wirklich hier bist, bei der Herzdame und Herzmann, dein Gegenüber. Jetzt musst du schauen, wie die Karten kommen, okay? Eine Karte, ja. Eure Partnerschaft, Ehe, egal welche Verbindung du zu diesem Mensch bist, du willst wissen, in April 2022, was bei euch los ist. So. Wieder, was ist bei dir los? Danke. Aus dem drei gekommen. Noch eine. Gewalt daraus. Oh, ist ganz unten. Genau, dann beginne ich. Ja? Was ist bei dir los? Genau. Dies könnte der die Richtige sein. Du bist dem Liebespartner, den du suchst, bereits begegnet. Ja? Du fragst dich, ist er der Richtige? Weil dieser Mensch hier sehr junger Mensch ist, jünger als du. Ja? Kann sein, dass er gleichaltrig ist, ja, für ein paar Prozent da draußen, oder älter ist er so, aber seine Energien, wie er lebt, ja, ist er jung geblieben. Ja? Ich kann nicht ausschließen, dass er sehr wenig noch unreif ist, was Sachenliebe ist. Ja?
Was ist noch bei dir? Du bist zwischen eben, du bist zwischen zwei Menschen, ja, hier, Herzensdame. Du hast Kommunikation mit mehreren Leuten, ja. Also was ich hier merke wieder, du bist ganz am Anfang mit diesem Mensch, ja. Und was ich auch merke, dass du sehr, sehr fokussiert bist auf deinen Beruf und Finanz, ja. Weil du sehr viel Verlust erlebt hast, ja. Oder sparsam sein, ja, das merke ich hier ganz stark. Okay, was ist bei deinem Gegenüber? Jawohl. Dein Gegenüber kommt von einer Trennung. Eine vorübergehende Trennung von deinem Partner ist in Sicht. Also, der hat vor kurzem eine Trennung hinter sich. Ja? Und er hat Kommunikation mit dir oder mit jemand anders, das weiß ich nicht, aber ich lege hier auf euch. Ihr habt Kommunikation. Aber dieser Mensch hier, nach dieser Trennung, die er erlebt hat wieder, er möchte schnellsten Weg, Beschleunigung, die wahre Liebe finden. Ja? Und er möchte, ja, wieder, er möchte wieder auf die Liebe, er möchte wieder auf die Liebe zählen können. Ja? Er möchte etwas aufbauen. Ja? Er möchte Glück erfahren wieder. Ja, also dieser Mensch, trotz einer Trennung vor kurzem, ja, ist er wieder offen für die Liebe. Ja? Also er möchte alles. Ja? Er möchte Stabilität, er möchte Glück, er möchte wieder einen Anfang, eine Chance in Sachen Liebe. Okay? Was ist noch los hier für euch? Vergebung. Vergib und vergiss. Das Leben ist zu wertvoll, um es sich zu verderben. Du oder dein Gegenüber müssen in Vergebungsenergie gehen, was die Vergangenheit war. Ja, schlechte Erfahrungen, ja, jemand war nicht ehrlich zu euch, ja, ihr seid verletzt und alles. Das, ja, merke ich ganz stark, dass es von deiner Seite ist. Er ist soweit, trotz dass er eine kurze Trennung hinter sich hat. Er möchte, ist offen wieder für die Liebe, möchte etwas erreichen, ein Neubeginn, eine neue Liebe. Schau dein Muster in Beziehungen an. Anzuerkennen, dass du dein Verhalten ändern oder abwandeln musst, erforderte innere Stärke. Ja? Also das ist für beide Seiten. Ja? Aber ich habe das Gefühl, dass das ist mehr auf dieser Seite hier links. Genau, und ich möchte aber genauer wissen, was da los ist. Ja? Hier. Hier, zwischen zwei Stühlen, ja, oder mehrere Leuten. Zwei Karten bitte. Also du bist sehr vorsichtig in Sachen Liebe, weil du Schlechtes erfahren hast, ja. Deswegen lässt du, du gehst feiern, du gehst raus, du genießt das Leben, du kommst in andere Gedanken, ja. Du möchtest Menschen kennenlernen. Du hast diese jemand hier auch kennengelernt. Und du bist vorsichtig, dadurch vieles erlebt hast in Sachen Liebe. Ja? Genau. Du musst noch vieles abschließen auf der linken Seite, Herzdame. Ja? Und dieser Mensch, trotz einer Trennung, der möchte wieder mit Liebe. Ja, er wartet nicht, er möchte etwas fix, etwas konkret, eine feste Partnerschaft, ja, das ist hier wirklich, aber warum kam zu dieser Trennung in der Vergangenheit, zwei Karten bitte, ja, die wollte raus, ja, also der Ex-Partner von dieser hier, Herzensmensch, also Herzensmann, der war, hat ihn sehr, sehr enttäuscht, ja, sehr, er ist traurig, dass es nicht geklappt hat. Dass es nicht geklappt hat mit der Vergangenheit. Er hat gedacht, das ist der Mensch fürs Leben. Ja? Und dann musste er gehen, ja? Der Reiter muss auf den schnellsten Weg gehen. Da nicht das war, was er erhofft hat in der Ex-Partnerschaft. Und trotz allem, dass er Schlechtes erfahren hat, möchte er ein Neubeginn in Sachen Liebe. Ja? Was ist bei euch noch los? Ja?
zwei Karten für dich und zwei Karten für Herzensmann, ja? Zwei Karten für dich, ja. Keck sein. Das ist Glück. Benutzen, Problem. Ja, ich kann nicht ausschließen, dass du ausgenutzt worden bist wieder. In die letzte Vergangenes. Wegen Finanz, wegen Geld. Und deswegen bist du vorsichtig und du möchtest nicht sofort eine Entscheidung treffen, sondern du möchtest mehrere Leute kennenlernen und dann eine Entscheidung für dich fallen, ja? Jetzt bei ihm, ja. Heilung, ja, er ist in Heilung, aber dieser Heilungsprozess ist fast zu Ende, ja? Er ist so weit wieder für die Liebe, dieser Mensch hier, ja? Noch eine. Vergnügen. Und er möchte wieder Gnade, er möchte wieder etwas leben, ja. Er möchte sich ausleben, er möchte trotz allem, doch wagt er einen Neuanfang in Sachen Liebe. Er ist offen, ja, sehr offen. Ich möchte hier noch eine Karte für ihn. Das noch. Und der Seele brennt bei diesem Mensch. Also positive Karten, ja. Es ist wirklich, er ist am Abschluss von seinem Heilungsprozess. Er ist weiter als du, das meine ich, ja. Wieder. You and me. Okay, ja. Hier, eine Karte. Eine Karte. Wieder. Mhm. Ja, Transformation, Übergang. Ja. Seit Herbst ist dieser Mensch offen. Befreiung. Er hat sich von Altes befreit. Ja, das ist das, was ich merke. Er hat sich vom Altes befreit. Er ist wieder für etwas Neues. Ja, frei. Ja, er ist frei. Von Toxisches, er ist frei von, ja, er hat Vergebung, ja, gemacht für die Ex-Geschichte, ja, er ist weiter für die Liebe als die Herzdame hier, ja. Noch eine Karte hier. Wo ist es? Wo ist es? Ich will umsuchen. Hier. Eine Karte für dich in Sachen Liebe. Ja, so an der Seele. Was ist denn los bei dir? Deine Seele. Ganz wichtig, mit Altes abschließen, dass ihr das nicht mitnimmt in diese neue Verbindung. Ja, oder diese Kontakt. Egal, in welcher Verbindung du zu diesem Mensch bist. Ja. Im Reih und Glied. Und ich werde dann die Botschaft. Genau, es geht um dich, ja. Nummer 11. Befolgen soziale Regeln, Anpassung. Einordnung, Respekt gegenüber kulturellen und familiären Bräuchen, universale Gesetze. Was ich hier auch merke, ganz stark ist, dass du mehr Verbundenheit spüren musst, ja, in deinem Leben, ja, das Miteinander, dass nur du stark bist mit jemand auf deiner Seite. Das merke ich hier ganz stark bei dir, ja.
Nimm es wirklich zu Herz hier, ja? Also, meine Lieben, alles Gute. Bye.